only one no one want me turning around. I just had la 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 la. Hallo allerseits. Willkommen beim Katzenhirsch. Ich habe gerade das Internet durchforstet ein bisschen. Gar nicht durchforstet, nochmal kurz geguckt, was es mit diesen Punkten auf der Karte zu tun hat. Bei der Matrix-Demo habe ich ja gestern mal kurz versucht zu checken. War aber nicht so ganz eindeutig, auch nichts zu gefunden. Und deswegen dachte ich, machen wir uns jetzt nochmal zusammen auf die Suche nach irgendwelchen Erkenntnissen oder irgendwelchen Besonderheiten, die wir dort feststellen können. Ob da irgendwas ist. Ich gehe ja davon aus, dass das irgendwie Punkte oder Locations aus dem Film sind oder aus einem der Filme. Da noch mal ein bisschen gucken, die Stadt ist ja auch wirklich riesig. Wie geht's hoch? So. Riesig, dass man irgendwie sich noch mal ein paar Plätzchen anguckt, da vielleicht genauer. Aber das wird ja einfach automatisch passieren, wenn wir uns jetzt mal hier diesen Punkten widmen. Also ganz viele orangene und drei gelbe. Wir fangen jetzt mal ganz links mit diesem Punkt da an. Kann ich mich da auch irgendwie hinbeamen? Willkommen in der Matrix, Leute. Wollt ihr die blaue Pille, die rote Pille oder ein Schokobon? Entscheidet euch jetzt. Nee, das geht nicht. Wir können ja mit der Drohne schneller dahin fliegen, glaube ich, als gehen oder fahren. Und dann gehen wir dann auch ein bisschen oder gucken. Nein! Scheiße. Aber das ist schon unglaubliche Geschwindigkeit. Ungefähr diese Richtung. Gespannt, was es da noch zu sehen gibt. Ach, scheiße. So. Also, ne, man sieht hier die Karte. Und ganz links, ne? Fangen wir jetzt bei dem orangenen Punkt an. Drei gelbe Punkte. Was bedeuten sie? Was sind sie? Gibt es da kleine Easter Eggs? Gibt es da einen Questgeber? Ist das hier ein Punkt, wo ich bin? Nein. Ich dachte gerade, weil es von der Uhrzeit ungefähr hinkam, dass sie sogar funktionieren, aber tun sie nicht. Tun sie nicht. Nein, sie funktionieren. Es funktioniert nicht. Bitte. So. Okay, noch viel weiter hier. Richtung quasi Norden. Gibt es in der Matrix überhaupt Norden, Süden, Osten, Westen? Wahrscheinlich nur 1, 2, 3, 4. Oder eher 0, 1,
010011. Für die Programmierer unter uns. Leute, und auch gerade die frisch geboostert, frisch reingeboostert. Deswegen, ich habe schon so ein bisschen Dröselkopf. Deswegen wird es heute nicht viel Streamerei gehen, aber wir werden uns hier mal diesen Punkten widmen. Okay, dieser Steg. Wird irgendjemand was get free loot? Reach the peak. Wir mal hier ein bisschen Sonne herholen. So, aber nee, kann nicht untergehen, aber dieser Demo am Anfang hatte man ja eigentlich auch den Nachtmodus von der Karte, aber das geht anscheinend nicht. Okay, ist das irgendeine Location aus dem Film? Sind die irgendwo ein... Ich wüsste jetzt... Ja, ist auch nicht so mega gut. Den ersten habe ich bestimmt 10-mal gesehen. Aber 2 und 3... Höchstens 2 und 3 mal. Passt ja irgendwie, ne? Und da ist auch wirklich wieder eine Bank. Es wird jetzt zwar bei jedem Punkt, wo ich war, auch eine Bank. Heißt das irgendwas? Karte. So, jetzt mal zu diesem gelben Punkt hier links. Ja, natürlich, immer. Geschenke. Ist hier Geschenke bei? Gleich. Und so. Ja, warte gleich. Ja, ich komm. Ja, gleich. Ich stream ja gerade noch. Das ist eine Frage. Nee, jetzt natürlich. Geschenkt man so nix. Naja, Geschenke gleich, ja. Yeah. Nichts mit Weihnachten. Geschenke, Leute. So läuft das immer, ne? Man spricht ab, man schenkt sich nichts. Da kommt Freundin zwei Wochen vor Weihnachten. Ihr habt ja was gekauft. So, sind wir schon da? Ne, falsch gefahren. Achtung, verzeihen Sie bitte. Achten einmal hier. Wenden in drei Zügen. Zur nächsten richtig großen Kreuzung und dann links. Da ist ein gelber Punkt. Was macht der gelbe Punkt? Da muss doch irgendwas sein. Wenigstens eine Post oder... Machen doch nicht einfach so Punkte auf die Karte. Oh, so kriege ich mal einen Blick ins Auto. War nicht schlecht. Ein bisschen ausmodelliert, ne? Ey, also echt für so eine Demo ist das schon ganz schön... Ganz schön spannend. Wann wird's grün hier? Wir warten hier in Lustinger, genau. Fahr einfach so, als wäre nichts passiert.
Warum ist der Straßenverkehr nicht so? Warum fahren nicht einfach mal Leute mit so schnellen Sportwagen unter andere drunter, damit die Schlangen auch nicht so lang sind? Das würde ein bisschen mehr Fehls in die Sache bringen. Ich glaube, ich bin. Nee, hier! Gelber Punkt! Warten Sie! Warten! Achtung! Ich muss nochmal richtig parken, so ist, glaube ich, gut, ne? So, gelber Punkt, gelber Punkt. Warum ist hier. Ich stehe quasi direkt drauf, weil hier Bäume sind. Sind hier irgendwelche kleinen Rätselnachrichten versteckt? Man muss alles zusammenfügen und dann erschließt sich das große Ganze. Und man schaltet gleich hier das Mega-Game frei. Stimmt sowas. Mit einem alten D-Mark-Schein, ne? Ist das gescannt oder? Glaube ich. Ist das nicht Dings hier? Wie heißt er? Wie heißt er denn nochmal? Oh, ich komme nicht drauf, scheiße. Wollte ich eigentlich mit Wissen glänzen, aber verkackt. Also jetzt so Filmlocation. Oh, da ist irgendwas Grünes. Guckt mal. Haha. Ich hab den Code gebrochen. Kommt auch Musik. Es passiert was. Ha. Das hat noch keiner gecheckt, Leute. Ihr seid hier live beim investigativen Spielen von der Matrix-Demo. Und dem alles zuerst rausfinden. Auf der ganzen Welt. Natürlich haben schon 1000 Leute gecheckt, aber ich habe es halt noch nirgendwo gefunden. Okay, jetzt haben wir einen Anhaltspunkt. Bei den gelben Punkten können wir auf jeden Fall cool was machen. Okay, wollen wir Nachtbeleuchtung lassen? Habe ich das jetzt für immer freigeschaltet, vielleicht sogar? Machen wir den Matrix-Filter aus. Aber. Nicht Wahnsinn, wie ausdetailliert manche Sachen sind, irgendwie für so eine Demo. Gerade hier bei so Parken. Parkuhren. Ist ja leider nur der 1080p-Stream. Ich weiß nicht, ob das im Stream dann so gut rüberkommt. Aber Leute, in 4K. Das ist schon very, very impressive. Ich habe es gestern schon gesagt. Es macht so richtig Bock auf die kommenden Spiele, auf die kommenden Zeiten. Was ich heute auch gelesen habe, dass Coalition, die Macher von Gears, da auch ordentlich mitgeholfen haben, weil die sich da ja schon irgendwie gut mit auskennen und seit einem Jahr dabei sind, mit der Unreal Engine 5 zu arbeiten. Gears 6, Baby. Du wirst fresh, würde ich mal sagen. So, welchen Punkt nehmen wir denn uns als nächstes? Einfach den hier, ne? Oh, der Mond, geil. Was ist? Leuchtung einfach, ne? Man kann gar nicht sagen, so genau es betiteln, was ist so. So auf diese nächste Stufe hieft, also das Zusammenspiel natürlich dieser ganzen Techniken. Und man kann jetzt nicht sagen, Alter, die Texturen sind eigentlich so wie immer. Klar ist das in dem Maße wahrscheinlich und das ist auch auf die Entfernung und ohne Pop-Ups und das hier so in den Gebäuden
quasi immer so ein Effekt ist, als ob man reingucken kann. Keine Ahnung, vielleicht haben sie es auch so gemacht, die ersten. Nee, da sieht es falsch aus. Nee. Aber die Beleuchtung macht, glaube ich, den größten Teil aus, einfach. Beleuchtung, Idees. So, sind wir auf der Karte? Falsch geflogen. Jetzt links. Das soll ich schenken, Butterbrot. Danke, cool. Richtig nice. Richtig gutes Brot. Ja, irgendwo. Jetzt weiß man ja auch ein bisschen, wonach man Ausschau halten muss. Da. Ja, aber warum habe ich das die letzten Mal nicht gefunden? War auch alles um diese Punkte herum abgesucht. Alter, was für ein leckeres Brot, das ist unglaublich. Also guckt euch dieses geiles, immer dickes, mega fluffiges, schön durchgebranntes. Auch kein Weizenmehl, glaube ich. Das detaillierte Innere der Gebäude ist das Ergebnis der Verwendung von Parallaxen-Shadern. Okay, also die grünen Punkte sind Erklärung für die Technik. Vielleicht hätte ich das mal ohne Brot machen sollen hier alles, aber egal. Wir sind beim Katzenhirsch. Welcome. Use Hirschcrew. Hier wird auch mal gefuttert. Leben und Leben gelassen wird hier. Ja, dann gucken wir uns doch nochmal den anderen Game Point an, würde ich sagen. Mal. Wir mal ein bisschen fahren. Am Tag sieht es fast noch ein bisschen beeindruckender aus. Finde ich. Oder muss man ein bisschen. Kann jetzt aber nicht einfach so wieder auf Tag umschalten, ne? Ups. Oh, er ist ein bisschen. Flitzig unterwegs hier, der Porsche. Sehr sensibel. Ups. Okay, ich da mit dem Auto bin. Irgendwie ist es Weihnachten wahrscheinlich. Von daher. Da wir da alle was vorhaben, hoffentlich, mache ich das lieber mal so hier. Diese Straße lang einfach, ne? Und Kette. Ein bisschen Show machen auch hier. Ja? Und nochmal von der Butterstelle heimlich abbeißen. Ja, ist schon auch schon ganz schön viel los auf den Straßen. Ne? Viele Objekte gleichzeitig, so, das hat man so noch nicht gesehen, würde ich mal behaupten. Also ich habe die, wie heißen sie denn, die Hacker in naher Zukunft. Spiele habe ich nicht gespielt. Und die GTA ist natürlich dieser Welt.
So, hier können wir wahrscheinlich wieder was umstellen. Oder steht Keanu? Hey Keanu? Neo? Weißt du ja? Nee, doch nicht. Was ist sie hier eigentlich nochmal für ein Charakter aus dem Spiel, ne? Aus dem einen Spiel? Auch aus dem Film? Okay, anscheinend kann man bei all den drei gelben Punkten einfach nur Nacht und Tag umschalten. Aber das ist völlig okay. Ich will mich überhaupt nicht beschweren in keinster Art und Weise oder irgendwie aufregend, wie ich gelesen habe, dass manche sich ärgern, dass man da irgendwie keine nicht rumballern kann und irgendwas. What the fuck? Das ist halt eine Demo. Okay, ich würde sagen, herausgefunden. Das war der kleine Investigativ-Stream mit dem Hirsch. Ja, können wir einen Haken machen. Punkte sind kleine Erklärungen zur Technik. Gelbe Punkte, Tag- und Nachtmodus umschalten. Ja. Und wie gesagt, da heute Booster-Action war und ich langsam eine dicke Birne kriege, wird's das für heute erstmal gewesen sein, Leute. Ich hoffe, ja, haltet das irgendwie aus. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht versprechen. Zur Not sprecht mit eurem Arzt, wie lange es ohne Hirsch geht. Ansonsten, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt hier am Miträtseln, am Erkunden, nochmal an der Demo. Ja, man könnte hier auch noch eine Stunde lang rumlaufen und sich alles nochmal ein bisschen angucken, aber dazu ist das dann auch zu unspannend oder das kann jeder auch für sich selber machen. Gut. Also, haut sie rein, ne? Macht sie gut. Bis denno. Tschö mit Y.